Da hinten grinste uns doch schon die nächste Gruppe von dunkler Brut an. Ja, da oben stehen sie. Kann ich mir vorher noch... Nee, ich wollte mir so schön noch die Elfenwurzel schnappen. Aber irgendjemand ist wohl auf uns aufmerksam geworden. Oh, Bogenschützen. Gar nicht gut. Ich glaube, die versuche ich mal wegzuhauen. Wenn sie mich vorher nicht weghauen. So, einmal einfrieren bitte. Ich hau einfach mal alles in die Runde, was ich so habe. Sie treffen mich hin und wieder, aber ich kassiere jetzt nicht so viel Schaden. Ah ja, wir haben es gesehen. Davis wurde angegriffen und ist dann in den Nahkampf gegangen. Eigentlich sollte er sich dann zurückziehen, wenn ihm jemand zu nahe kommt, und beim Bogen bleiben. Okay, das war das. Wir haben Säurefläschchen gefunden. Wenn wir das Talent Giftherstellung hätten, könnten wir das quasi als eine Art Bombe in die Gegner pfeffern und die würden dann ein bisschen Schaden kriegen. Unsere Leute übrigens auch, sollten die in der Giftwolke stehen. In Ordnung. Gibt's hier vielleicht weitere Wegzeichen in der Nähe? Nein, ich sehe keine. Tja, wo wollen wir lang? Das da scheint ja dieses Archiv zu sein, das Duncan erwähnt hat. Oder? Vielleicht auch nicht, denn es liegt im Wasser. Und ich glaube nicht, dass wir ins Wasser können. Übrigens, das knurrende Geräusch gefiel mir nicht. So, so, Genlock-Schurke, die tauchen hier einfach so spontan aus dem Nichts auf. Und das ist doch sicher nicht der einzige, oder? Ich höre doch weiteres Geknurre. Da, noch einer. Und noch einer. Ja, solange ihr so angetröpfelt kommt, Leute, ist das kein Problem. Irgendwas knurrt hier noch. Oh, und da ist ein Wegzeichen. Wo ist es? Wo ist es? Hier ist es. Was ist das? Wieder der Flötenschlumpf. Hier kann man auch nicht weiter. Schade. Oh, da hinten seht ihr das. Statuen. Huch. Da sind scheinbar die Statuen. Da dürfte das Lager von Rigby und Jogby sein. Und da ist noch ein Wegzeichen. Ich höre Wölfe, aber ich sehe sie nicht. Ah doch, da hinten. Ich hab's gesehen. Ah, und hier ist diese komische, überwucherte Rankenbrücke. Und scheinbar haben uns die Wölfchen entdeckt. Na, dann rutscht mal rüber. Die sollten nun nicht gerade das Problem sein. Oh, der Alpha-Wolf. Da oben, seht ihr ihn? Gelber Name. Der könnte ein bisschen härter sein, aber scheinbar will er bisher noch nicht mitspielen. Ich gehe mal freundlich dazu auffordern, dass er mitmachen darf. Jo, da kommt er. Kann ich dich eineisen? Ja, das geht. Ja, er hat eine Weile durchgehalten, allerdings war er dann auch rasch tot. Was ich übrigens ganz nett finde, huch, schon wieder dieses Geruckel, was ich ganz nett finde, ist, dass wir bestimmte Kombinationen mit unseren Zaubern erreichen könnten. Dafür gibt's, glaube ich, sogar eine eigene Abteilung im Codex. Hier, Zauberkombinationen, 10 wären möglich.
Ich kenne, weiß Gott, nicht alle. Wir können ja mal ein bisschen rumexperimentieren, wenn wir mehr Zauber haben. Was ich zum Beispiel kenne, ist, wenn wir einen Gegner eingefroren haben, könnten wir ihn mit einem anderen Zauber bersten lassen. Das heißt, der Eisblock würde einfach zerbrechen und der Gegner wäre zack tot. Aber den entsprechenden Zauber habe ich nicht. Müsste allerdings auch mit Alistairs Schildhammer gehen oder mit seinem Schildschlag. Also wenn er den auf einen eingeeisten Gegner anwendet, müsste der einfach platzen. Klappt natürlich auch nicht immer. Kommt auch immer auf die Widerstandskraft und die Resistenzen des Gegners an. So, das ist dann wohl die besagte Lagertruhe von Jogby. Wir haben Gegenstände erhalten und Codex aktualisiert. Ein Abschiedsbrief an Jogby. Mein lieber Sohn Jogby, ich fürchte, das wird mein letzter Brief an dich sein. Ich hatte Schwierigkeiten, die Chasin zu finden, um ihnen das Wort des Erbauers zu bringen. Ich fand nur Beweise ihres Aufbruchs. Sie scheinen die Gegend in großer Eile verlassen zu haben. Vermutlich auf der Flucht vor der sogenannten dunklen Brut, die sich angeblich in der Wildnis in wachsender Zahl sammelt. Ja, das angeblich kann man streichen. Ich habe dir eine Waffe zurückgelassen und alles andere, was ich entbehren kann, mein Sohn. Ich werde nach dir suchen, sobald ich einen sicheren Platz gefunden habe. Hoffentlich bleibst du unversehrt. Mit etwas Glück treffen wir uns wieder. Wenn du deine Mutter siehst, dann sag ihr, dass ich sie liebe und kümmere dich um deine Familie. In Ordnung. Das hat uns jetzt was in der Quest aktualisiert? Es hat die Quest scheinbar auf erledigt gestellt. Ja, der Missionar. Du hast Rigbys Treffpunkt aufgesucht und eine Notiz sowie eine kleine Schatulle gefunden. Allerdings keine Spur von Rigby selbst. Ah, das heißt, wir könnten nach ihm Ausschau halten. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Und was enthielt die Truhe Schönes? Eine Chasind Flachklinge. Die könnten wir vielleicht Sir Jory geben. Schaden ist gleich. Kritische Trefferchance im Nahkampf. 1 Rüstungsdurchdringung. Ach ja, warum nicht? Geben wir sie ihm mal. Optisch ist es jetzt nicht der große Unterschied. Ach, wir haben einen Helm der Grauen Wächter. Der gehört wohl Alistair. Den sollten wir ihm auch mal anziehen. Und ansonsten ein Amulett mit 10 Kälteresistenz. Braucht kein Mensch, danke. In Ordnung. Ach ja, da gab's doch noch irgendwas hier. Diese Dinger da stammen, glaube ich, aus irgendeinem DLC. Benutzen. Der Leser dieses Buches erhält einen Punkt, um seine Fähigkeiten zu steigern. Wird danach nutzlos. Genau, das Zauberbuch der Eiswüsten funktioniert ähnlich. Der Leser dieses Buches erhält ein oder mehrere Punkte, um seine Attribute zu steigern. Kann man nur einmal anwenden, ist irgendein DLC-Goodie. Kann ich ja eben mal benutzen. Buch, so und so. Es ging bei beiden oder habe ich nur eins benutzt? Nein, nur eins, dann das andere auch noch. So, das heißt, wir sind quasi nochmal aufgestiegen. 3 Attributspünktchen. Einmal Wille, zweimal Magie. Und, können wir hier irgendwas Sinnvolles nehmen? Die Fähigkeit Manipulation 3 geht nicht, weil uns 14 Klugheit fehlt. Können wir da vielleicht auf 14 Klugheit kommen? Das heißt, ich nehme die Punkte aus Magie und Wille wieder raus und es reicht sogar. Gut. So. Sehr schön. Überreden Rang 3. Kann nie schaden. So, dann wäre es das hier. Direkt mal vor lauter Freude speichern. Ich hab's aber mit dem D und dem T. Furchtbar.
Der Platz gefällt mir nicht, der ist viel zu offen. Und diese gehörnten Symbole da hinten machen mir doch Sorgen. Schauen wir mal auf die Karte. Hier haben wir einiges nicht erforscht in der Mitte. Wollen wir erstmal da hochgehen, bevor wir... Oh ja. Ich würde drauf wetten, da erwartet uns gleich wieder ein Angriff aus den Schatten. Ja, ein kleiner Schurke. Und noch einer. War's das? Scheinbar schon. Da steht ein kleines Elfenwurzelein. Bin schon unterwegs. Schneller Schuss. Wer kämpft da? Ach, schaut mal, da kämpft dunkle Brut gegen Wölfe. Wollen wir uns da einmischen oder einfach mal zuschauen? Okay, der will's wissen. Und jetzt wollen unsere Jungs scheinbar mitspielen. Na schön sollen sie. Dann halte ich auch mal ein bisschen drauf. Da kommt noch ein kleiner Genlock, aber anscheinend war's das auch. Okay, die da drüben haben kein Problem damit. Die sind noch friedlich. Jemand in einer Kirchenrobe, darf ich mal raten? Missionar Rigby und eine verschlossene Kiste. Davis, kannst du die zufällig... Nein, die geht jetzt nicht. Also stimmt meine Theorie wohl, dass die Kisten in Ostergar irgendwie Stufe 0 waren. Und das dürfte jetzt Stufe 1 sein. Wird erledigt. Was er nicht kann, weil ihm die entsprechende Fähigkeit fehlt. Okay, dann schauen wir, was Rigby dabei hat. Rigbys letzter Wille und Testament. Ein Kodex-Eintrag. An den, der auch immer diese Zeilen findet. Dies ist der letzte Wille und das Testament des Missionars Rigby. Stolzer Verkünder des Wortes des Erbauers. Ja, was hat's dir gebracht? Ich bin in die Wildnis gekommen, um den Gesang zu predigen. Aber ich fürchte, ich werde hier durch die Hand der dunklen Brut sterben. All meine Habseligkeiten vermache ich meiner Gemahlin Jetta. Sollte der Finder dieser Zeilen mildtätig sein, so kann er eine verschlossene Geldkassette vergraben in unserem Lager finden, das in einer Tevinter-Ruine am westlichen Rand der Wildnis aufgeschlagen ist. Sie soll meiner Frau in Redcliffe überbracht und zwar immer noch versiegelt. Werden fehlt da wohl. Ich entschuldige mich bei meiner Frau und meinem Sohn dafür, dass meine Arbeit mich ihnen wegnimmt, aber zumindest weiß ich, dass ich im Dienste des Erbauers mein Leben aushauchte. Ja, das wird deiner Frau sicher ein großer Trost sein. Okay, also gibt's scheinbar in ihrem alten Lager noch was auszugraben. Und ich sehe gerade, da ist noch ein Wegzeichen der Chasind. Klicken wir das mal an. Wo ist es? Hier. In Ordnung. Dann rennen wir mal eben zurück und schauen mal, ob wir da noch irgendwas ausgraben können. Da war der komische Wurzelweg. Da gammeln noch ein paar Wölfe ab. So, gibt's hier irgendwas? War das nicht gemeint? War eventuell das andere Lager da hinten gemeint? Kann natürlich sein. Wäre denkbar. Moment. Kein Wegzeichen auf der Karte. Nicht, dass wir eins verpassen. Der Stein sieht zwar irgendwie bedeutungsvoll aus, hat aber wohl nichts zu sagen. So, war dieses Lager denn nicht hier irgendwo? Da vorne müsste es doch sein.
Oder hallo Orientierungssinn, sprich doch mal wieder mit mir. Ach da, genau, bei den Zelten. Aha, verstecktes Lager. Du durchwühlst den Schutt und findest Rigbys Geheimversteck. Darin liegt eine mit Wachs versiegelte eiserne Schatulle. Die Schatulle nehmen und zu Jetta bringen, die Schatulle öffnen und den Inhalt behalten. Ach komm, ich bin eine ehrliche Haut. Das heißt, wir nehmen das Ding und geben sie bei Gelegenheit Jetta. Quest aktualisiert. Du hast die Schatulle gefunden, die in Rigbys verletztem Willen und Testament erwähnt wird. Bringe sie zu Jetta nach Redcliffe, um Rigbys letzten Wunsch zu erfüllen. Das wollen wir tun, wenn wir jemals dorthin kommen sollten. So, das war also dieses hier. Wir könnten ja jetzt mal tatsächlich hier rumgehen. Oder gibt's hier noch einen Weg? Wir waren da hinten natürlich auch noch nicht fertig. Ach kommt, wir nehmen den Weg da, den wir direkt am Anfang hätten nehmen können. Und vielleicht auch sollen. Na, schaut mal, da steht sogar noch eine Elfenwurzel. So, dann sagen wir den Vertretern der dunklen Brut mal Hallo. Alistair und Sir Jory, spielt ihr mit? Haben die irgendwie gerade Wegfindungsprobleme? Na gut, mit einem werde ich fertig. Okay, Alistair zeigt Einsatz. Und ich denke, mit dem da ist auch gleich Ende. Ja, in Ordnung. Die anderen kamen nicht hergerannt. Wahrscheinlich wieder Bogenschützen. Ja, genau. So, ich halte mal rein. Habe ich eigentlich erwähnt, dass es hier auch Fallen gibt, also welche auf dem Boden und so? Können wir auch auslegen. Habe ich nur wirklich nie getan, weil es mir ja nicht so sinnvoll erschien oder auch nicht nötig war. Können wir bei Gelegenheit mal tun. Und vor allem sollten wir auch selbst drauf achten, wo wir hingehen. So, einmal Todeswurzel. Ich möchte kurz mal was schauen. Hier, Fallenbau. Damit könnten wir selbst Fallen herstellen. Die Frage ist, ob... Ach ja, er entdeckt nun feindliche Fallen auf größerer Entfernung als bisher. Ich vermute mal, um selbst Fallen entdecken zu können, müssen wir da reingeskillt haben. Ansonsten tappen wir da wohl einfach rein.